Hallo zusammen, ich habe hier ein Wohnmobil von Knaus und hier wurden wahrscheinlich durch den Händler ein Wechselrichter verbaut. Ein Dometic, leistungsfähiges Gerät und hier zwei Bannerbatterien. Und wir gehen jetzt kurz hier diesen Leitungen nach. Also die Leitung 12 Volt, die geht hier rein, also plus, und kommt hier oben auf diese Batterie an. Über diese Sicherung, die hier oben sitzt, eine 250 Ampere Sicherung, das ist top in Ordnung. Und hier auf dem anderen Pol geht ein Kabel weg. Ich schätze, das ist ein 6 Quadrat. Hier runter auf die zweite Batterie. Wenn ich die Batterien mit hier 200 Ampere belaste, was der Wechselrichter bringen könnte, ziehe ich die Hälfte aus der oberen Batterie auf der Batterie und die Hälfte aus dieser Batterie. Das heißt, ich ziehe hier 100 Ampere durch ein 6 Quadrat Kabel. Durch dieses 6 Quadrat Kabel. Und die anderen 100 Ampere ziehe ich durch dieses Kabel. Auch hier ist das Kabel dann nochmals über eine Versicherung geführt, was eigentlich auch nicht ganz das Wahre ist. Die Batterien sind jetzt hier tot, da kommt eine Lithium rein, aber so auch eine Lithium verdrahten nicht. Das Kabel hier muss dick sein und das Kabel hier zwischen dem Plus- und Pluspol muss auch dick sein. Wenn ich hier 200 Ampere ziehe, dann sollte hier das Kabel für 100 Ampere ausgelegt sein. Das heißt, hier das Kabel sollte so mindestens ein 35 Quadrat Kabel sein und auch dieses Kabel mindestens ein 35 Quadrat und dann wäre das in Ordnung und nicht ein 6 Quadrat. Wir ändern jetzt das und ich wünsche euch einen schönen Tag.